Gut. Ich würde sagen, als erstes so erklären Sie am besten oder erklärst du am besten uns erstmal allen, wie so der Ablauf in dem Landtag also stattfindet. Also was man so macht als Landtagsabgeordnete. Also wir haben uns darauf geeinigt, du zu sagen und das ganz entspannt so. Wir haben unterschiedliche Arbeitswochen. Wir haben als Landtagsabgeordneter natürlich unsere Landtagswoche, in der die eigentlichen Beschlüsse gefasst werden, die Mitglieder des Landtages vorher in den Fachgremien, in den Fraktionen ausarbeiten. Und das ist eine Arbeitswoche, die in der Regel von Dienstag mit der Fraktionssitzung startet bis Freitag, dem Ende der Landtagssitzung geht. Und da werden die eigentlich klassischen politischen Reden gehalten im Plenum hier, wo ihr auch Jugend im Landtag habt. Aber wir haben natürlich auch die ganz klassische Ausschusswoche, wo wir Abgeordnete in unseren Ausschüssen zusammenkommen und politische Fachthemen beraten. Und was natürlich auch ganz wichtig ist für die Tätigkeit eines Abgeordneten, wir haben unsere Wahlkreiswoche. Denn wir sind Abgeordnete, die präsent in den Wahlkreisen sind und da vor Ort auch gewählt werden und da ganz, ganz viele Termine wahrnehmen. Und mit Schülern zu tun haben und natürlich aber auch immer wieder Schülergruppen hierher in den Landtag einladen, weil wir zeigen wollen, wie schön das Schloss ist und wie wir als Abgeordnete arbeiten. Gut, also ja, du weißt ja schon, wir sind ja hier bei Jugend im Landtag, du hast dich ja jetzt hier schon ein bisschen mit beschäftigt mit dem Ganzen und uns interessiert natürlich auch vor allem so unsere Altersklasse. Und deswegen hatten wir nochmal eine Frage rausgearbeitet zur Schule und zwar zum Bildungssystem. Wie das nun ist für Bildungsabbrecher, also welche, die halt wirklich gar keinen Abschluss haben. Wie ist das geregelt? Also und vor allem bewerte das mal aus deiner eigenen Sicht. Findest du das Bildungssystem in Mecklenburg-Vorpommern gerecht, fair? Also erstmal ist die gute Entwicklung, dass die Schulabbrecherquote in MacPom zurückgegangen ist. Das ist, glaube ich, schon mal was man festhalten muss, was gut ist, wo die Politik ganz, ganz viele Anstrengungen reingibt. Weil wir natürlich sagen, dass jeder junge Mensch bei uns im Land die gleichen Chancen haben sollte und vor allem die gleichen Ausgangsbedingungen. Und der Schulabschluss ist dafür nun mal elementar wichtig. Ich glaube, unser Bildungsminister hat das mit zu einer der Hauptthemen seiner Legislatur auch gemacht. Und das merkt man in seiner Arbeit tatsächlich auch an, dass er da viel Herzblut reinsteckt und viel Kraft reingibt. Wir haben als Land ganz generell viel Geld in die Bildungspolitik auch gegeben, weil wir natürlich sagen, dass wir den jungen Leuten da auch die Startbedingungen geben wollen, gute Bildung zu erhalten. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir den Leuten auch sagen, komm, gebt euch Mühe in der Schule, kneift die Arschbacken zusammen und zieht es durch, weil das Mindeste, womit ihr da rausgehen müsst, ist euer Schulabschluss. Wiederum darf man auch nicht die jungen Leute zurücklassen, die dann keinen Schulabschluss haben. Und da muss Politik auch immer wieder konsequent Ideen entwickeln und sagen, wie wir Anreize schaffen, dass junge Leute auch, die ohne einen Schulabschluss ihre Schule verlassen haben, den schnellstmöglich und auch in einem guten Maßstab nachmachen können, um am Arbeitsmarkt tatsächlich eine Chance zu haben. Das Allerwichtigste überhaupt in der aktuellen Arbeitsmarktsituation ist, dass wir jeden jungen Menschen bei uns im Land brauchen. Und jeder, der hier bleiben will, weil wir nicht nur Urlaubsland sind, sondern weil wir auch einfach ganz tolle Lebensbedingungen haben in MacPom, der kann hier bleiben. Und der Schulabschluss ist quasi das Eintrittstor in ein gutes Leben in Mecklenburg-Vorpommern für gute Löhne und eine Generationengerechtigkeit. Und dafür stehen wir. Ja. Also das kann ich bloß bestätigen. Das ist auch, haben wir auch in MV direkt generell das Problem, dass es zu wenig Azubis gibt? Nee, also zu wenig Azubis in dem Sinne, klar, die Unternehmen suchen händeringend junge Leute, die die Ausbildungsplätze besetzen, aber ich glaube, jeder Azubi bei uns im Land, der sagt, ich möchte gerne hierbleiben, der hat dafür die besten Bedingungen. Ich habe diese Woche gerade bei mir in meinem Wahlkreis eine große Ausbildungsmesse eröffnet mit 300 Schülern und habe denen gesagt, Leute, das Verhältnis von Arbeitskräften und Arbeitsplätzen rückt endlich wieder in ein gesundes Verhältnis. Denn viele Jahre war es so, dass wir zu viele waren, die sich auf zu wenig Plätzen beworben haben. Jetzt ist es genau umgekehrt und die Unternehmen müssen händeringend sich Gedanken machen, wie sie junge Leute hier halten können. Und das über attraktive duale Ausbildungssysteme, über gute Vergütungen im Ausbildungsbereich. Der öffentliche Dienst muss sich viele Gedanken machen, wie er junge Leute hält. Und das ist für die jungen Leute echt eine Chance. Und unser Ziel als Mecklenburg-Vorpommern muss es sein, dass wir auch jungen Leuten in anderen Bundesländern zeigen, warum es hier toll ist, warum wir hier gerne leben, dass wir tolle Universitäten haben, dass wir super Ausbildungsbetriebe haben und auch Berufe, die wirklich attraktiv sind und es auch Spaß macht, in den Jobs zu arbeiten hier. Aber kann es nicht sein, dass, weil du das ja gerade auch angesprochen hast mit den dualen Ausbildungen, mit dem dualen Studium und sowas alles, diese ganzen neuen Angebote, die es gibt und die neuen Fachrichtungen, die es gibt, dass man als Jugendlicher nicht einfach nur orientierungslos, ziellos überfordert ist? Und wie war es denn bei dir zum Beispiel? Also ganz generell muss man sagen, dass man natürlich für sich einen Fahrplan hat und immer schauen sollte, was interessiert einen in besonderem Maße und woran hat man Freude?
Und bei mir war es so, dass in der Schule es immer hieß, Junge, komm, mach dein Abitur und dann geh in den Westen, geh dahin, wo du Geld verdienen kannst. Und ich habe immer gesagt, kann doch nicht sein, dass wir massenhaft jungen Leuten sagen, sie sollen unser Land verlassen. Und dann habe ich mich entschieden, okay, wenn die politischen Rahmenbedingungen nicht so sind, wie wir sie als junge Menschen haben wollen, dann müssen wir sie uns eben so schaffen und uns selber engagieren. Und deswegen habe ich gesagt, will ich in die Politik gehen, will Politikwissenschaft studieren und das vor allem auch bei uns im Land und nicht weggehen müssen. Und das haben wir dann auch hinbekommen und da haben jetzt viele andere auch die Chance dazu und denen kann ich einfach nur Mut machen, sich da auch tatsächlich für ihre eigenen Rechte einzusetzen, denn das sind die Rechte, die wir haben und die sollten wir auch tatsächlich ausnutzen. Gut, nun haben wir noch als letzte Frage die Integration, dass man auch irgendwie mehr die Leute an sich aufklären muss oder nicht. Was sind da eure Vorstellungen? Vielleicht kennst du mein YouTube-Video von der Rede am offenen Mikro der NPD. Da ging es genau darum, ich habe an die Menschlichkeit appelliert, ich habe an unser zivilgesellschaftliches Engagement appelliert, habe gesagt, dass wir Menschen zusammenstehen müssen und eine solidarische Pflicht haben, anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, zu helfen in der Welt und sie bei uns hier herzlich willkommen zu heißen. Das war mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen und das haben wir da auch durchgezogen. Die SPD-Fraktion steht für eine breite Willkommenskultur, steht für ein weltoffenes Mecklenburg-Vorpommern und wir dürfen uns von so einem braunen, dummen Köpfen da auch nicht tatsächlich den Ruf unseres ganzen Landes da ruinieren lassen, denn viel, viel mehr Menschen stehen auf der anderen Seite und sind da ganz aufgeschlossen in dieser Thematik. Man kann immer über Asylpolitik diskutieren und da gibt es garantiert an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Nachholbedarf, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen nachsteuern können. Aber ich persönlich kann sagen, dass wir unsere Asylbewerber auch in meiner Stadt ganz offen begrüßt haben und sie ganz eng auch in unser städtisches Leben mit einbinden und es natürlich auch für die Menschen, für die jungen Menschen, für die alten Menschen eine totale Horizonterweiterung ist, überhaupt erstmal mit Menschen zu tun zu haben, die eben nicht aus Deutschland kommen, die nicht aus Europa kommen, die eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Religion. Und diese Horizonterweiterung, glaube ich, die kann unserem ganzen Bundesland gut tun und die trägt eben auch dazu bei, dass die Menschen weniger auf rechte Parolen reinfallen, als sie es vielleicht noch vor 10 Jahren getan haben. Und wie die Entwicklung in dieser Richtung aussieht, haben wir gesehen. Die NPD hat bei der letzten Kommunalwahl massiv an Zustimmung verloren, obwohl sie dieses Thema zu ihrer Kernkompetenz ausgerufen hat, gegen Asylbewerber zu hetzen. Ich glaube, das sind die Leute langsam leid und haben keinen Bock mehr, sich ständig hier als braunes MacPom darstellen zu lassen. Und das gibt Kraft und motiviert dann auch, dass wir da weitermachen können und eigentlich auf einem ganz guten Weg sind. Ja, da kann ich nur zustimmen. Kurze Frage noch am Ende. Generelles Wahlrecht für 16-Jährige, also bundesweit und europaweit, ja oder nein? Ich bin absoluter Befürworter des Wahlalters ab 16 und ich kann nur an alle jungen Menschen bei uns im Land appellieren, wenn wir das Wahlalter 16 wollen, müssen wir doch alle gemeinsam einstehen und ihr vor allem auch verdeutlichen, was ihr wollt und das auch immer wieder der Politik zeigen, wenn es auch in dieser Konstellation der jetzigen Landesregierung vielleicht eher schwieriger ist, heißt ja nicht, dass das Thema damit beerdigt ist. Also ich werde mich immer dafür einsetzen, dass Wahlalter ab 16 kommt. Gut, dann bedanke ich mich bei dir.